Samuel aber sprach zu Saul: Du aber steh jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat. 1. Samuel 9, Vers 27. Ja, das waren die Worte, die Samuel dem Saul zu sagen hatte. Was waren diese Worte? Nun, das wird uns dann im nächsten Kapitel erklärt und gesagt. Nämlich, da hatte Samuel erkannt, dass es Saul war, der der erste König Israels sein sollte. Dass er von Gott auserwählt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Saul ein ziemlicher Schock oder Überraschung war, zumindest. Und weil er sich ja auch berufen hatte auf die Tatsache, dass er ja eigentlich zu dem kleinen Stamm Benjamin gehörte. Und er konnte sich das nicht vorstellen einfach. Ne? Aber wir merken einfach aus der Geschichte und Beschreibungen in der Bibel, dass Gott oft Erwählungen vornimmt, wo man es gar nicht gemeint hatte. Das hat auch Paulus im Korintherbrief schon einmal festgehalten und gesagt, das, was gering ist, das hat Gott erwählt, gering in den Augen der Welt nämlich. Ja, jedenfalls diese Berufung, die Saul bekommen hatte, war zunächst einmal sehr erfolgreich und positiv für das Volk. Aber wenn wir dann den Ausgang, das Ende des Lebens Sauls ansehen, war das leider alles andere als positiv und gut. Das soll uns einfach eine Ermutigung und auch eine Ermahnung sein, dran zu bleiben, dem Herrn bewusst entschieden und auch mit Hingabe nachzufolgen. Egal, was andere Menschen meinen oder denken über einen. Und das ist nämlich sekundär, wirklich sekundär. Wesentlich ist, was der Herr über uns denkt. Entscheidend ist, was er sagt. Und er will uns und möchte uns wirklich auch an seiner Hand führen, auch heute. Nun, im Lehrtext, da haben wir auch wieder eine wertvolle und wichtige Aussage. Da ist der Herr Jesus, der sagt seinen Jüngern: Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Matthäus Kapitel 13, das ist der Abschnitt, wo die Jünger verblüfft waren und baff, weil der Herr eine ganze Menge an Gleichnissen erzählt hatte und die Leute konnten zunächst einmal mit dem gar nichts anfangen. Und der Herr musste und hat es ihnen auch dann immer wieder auch ausbuchstabiert. Aber was er ihnen da sagte mit dieser Stelle hier: Selig sind eure Augen und eure Ohren, das, was sie gehört und gesehen haben, war einfach das Wort, das lebendig geworden ist. Also wo Gott sich den Menschen geoffenbart hat, in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das haben die Jünger gesehen. Am Anfang hatten sie das auch nicht richtig einordnen können. Es bedürfte nach wie vor, wie es auch heute, dieser Tatsache bedarf, nämlich um Jesus zu erkennen, brauchen wir Gottes Geist, der uns diese Tatsache und diese Wahrheit offenbart und in unser Herz und in unser Leben verankert. Nur durch dieses Wirken des Heiligen Geistes werden wir anfangen, immer mehr und mehr von Jesus zu erfassen und zu erkennen. Ein Prozess, der eigentlich nie aufhören wird, dieses ständige Weitererkennen. Ich vermute, dass selbst in der Ewigkeit wir immer wieder auf sogenannten Entdeckungen und Entdeckungsreisen unterwegs sind, wo wir einfach mehr von Gottes Größe und Herrlichkeit erkennen dürfen und werden. Und
eigentlich auch da nie aus dem Staunen und vor allem auch aus der Anbetung rauskommen werden. Aber das ist ja, wie wir alle wissen, noch Zukunftsmusik, auf die wir uns auf jeden Fall schon freuen dürfen. Ja, wir können wirklich dem Herrn dankbar sein, dass er sich uns jetzt schon geoffenbart hat, vor allem auch in und durch sein Wort, der Bibel, die Schrift, und durch das Wirken und durch die Macht des und Kraft des Heiligen Geistes. Ja, ich wünsche dir auch heute wieder einen guten und einen schönen Tag. Möge der Herr dich auch führen und leiten und dir einfach die Kraft und die Weisheit geben, die du heute brauchst. Servus.